Okay, bin richtig schnell heute. Huch. Stimmt die Uhr? 9.18 Uhr? Ja. Gestern war ich da eine Viertelstunde später an dem Punkt. Haben die montags einfach mehr Fragen, oder? Zwischendurch, ja, genau. Ja, wobei, Fragen haben bedeutet ja nicht... Oh, ich habe das Mikro an. Fragen haben bedeutet ja nicht... schlechter zu sein. Okay. Ah ja, eine Kleinigkeit noch in Ergänzung hier. Eine Kleinigkeit in Ergänzung noch hier. Man kann jetzt die Gleichheit auch auf die Teilmengenrelation zurückführen, denn die Äquivalenz ist ja sowas wie die Implikation in die eine und die andere Richtung. Sie erinnern sich, letzte Woche haben wir gezeigt, dass die Äquivalenz dasselbe ist wie A impliziert B und B impliziert A. Also in die eine und die andere Richtung. Das sollen ja auch die beiden Pfeile andeuten, die beiden Pfeilrichtungen. Jetzt kann ich auch Folgendes sagen. Zwei Mengen sind gleich, genau dann, wenn A Teilmenge ist von B. Das bedeutet ja, kann theoretisch auch weniger Elemente enthalten, kann aber auch gleich sein. Und B ist Teilmenge von A. Wenn A Teilmenge von B ist und B Teilmenge von A, dann kann das eigentlich nur dann der Fall sein, wenn beide gleich sind. Es kann keiner von beiden mehr Elemente als die andere Menge enthalten, weil sonst die umgedrehte Teilmengenrelation nicht gelten würde. Also für den Fall, dass B tatsächlich mehr Elemente enthält in A, dann könnte es ja nicht selbst Teilmenge sein von A. Deswegen, es ist so ähnlich wie x, also für die natürlichen Zahlen, x ist gleich y genau dann, wenn x kleiner gleich y und y kleiner gleich x. Zwei Zahlen sind gleich, wenn sie jeweils kleiner gleich sind. Und genau das Gleiche gilt hier auch für die Mengen. Sie haben jetzt gesagt, kleiner gleich. Ja, bei diesen, ich habe hier für die natürlichen Zahlen, ich habe den Vergleich mit den natürlichen Zahlen geschlossen. Ja? Hier, das heißt Teilmenge. Genau, zwei Mengen sind gleich. Habe ich da gerade kleiner gleich gesagt? Oh, Entschuldigung. Wenn A Teilmenge ist von B und B Teilmenge von A. Ja, genau. Die x und y sind aus den natürlichen Zahlen. Da habe ich jetzt mal das Beispiel aus den natürlichen Zahlen genommen. Ja, zum Vergleich mit, damit Sie sehen, das sind die gleichen Strukturen. Gut. Jetzt kommt der absolute Hammer. Halten Sie sich fest. Festhalten, nicht laut werden. Jetzt kommt der absolute Hammer. Jetzt werden Sie merken, wie schön Mathematik ist. Festhalten, nicht laut werden. Ich merke schon, Sie geraten in Ekstase. Wahnsinn. Wir beweisen jetzt mal Folgendes. Hm.
A geschnitten B geschnitten C ist das gleiche wie A geschnitten B geschnitten C. Wir haben ähnlich in der Aussagenlogik und ähnlich wie axiomatisch mit natürlichen Zahlen hier wieder erstmal ein paar Sachen definiert und jetzt können wir aufgrund der Definition neue Dinge beweisen. Unter anderem folgende Aussage, folgende Vermutung, was ziemlich intuitiv ist, aber wir müssen es ja trotzdem beweisen. Wenn ich zwei Mengen schneide und anschließend das Ergebnis mit der dritten Menge schneide, ist es das gleiche, als würde ich erst die zweite und dritte Menge miteinander schneiden und anschließend dann das Ganze mit der ersten Menge schneiden. Das kann man sich erstmal veranschaulichen an Venn-Diagrammen. Das machen wir mal. Wo habe ich denn jetzt schon wieder meine rote Kreide hingelegt? Ist sie schon wieder da oben? Da ist auch eine. Aber die ist nicht rot, die ist lila, glaube ich. Macht nichts. Okay. Grün ist auch gut. Moment, ich brauche zwei Farben. Ach, na, komm schon. Hier, so. Bleib hier. So. Wie malt man ein Venn-Diagramm für drei Mengen? Ich zeige es Ihnen mal. Sie malen erst zwei Mengen und dann machen Sie noch eine dritte dazu, derart, dass alle möglichen Bereiche entstehen. Hoppala, ist ein bisschen unsauber hier. So. Das ist sozusagen das allgemeinste Venn-Diagramm, das es geben kann. Für drei Mengen, denn es gibt Elemente, die sind nur in A drin. Es gibt Elemente, die sind in A und B drin, aber nicht in C. Es gibt Elemente, die sind A und C drin, aber nicht in B. Es gibt Elemente, die sind in B und C drin, aber nicht in A. Und es gibt Elemente, die sind in allen dreien drin. Und es gibt Elemente, die sind in allen dreien nicht drin. So. Ja, also Sie haben alle möglichen Schnittbereiche hier. Und jetzt schneiden wir erstmal A und B. Wenn ich A und B schneide, ich gehe jetzt mal von der linken Seite aus hier, wenn ich A und B schneide, habe ich diese Menge. Das ist A geschnitten mit B. Und als nächstes muss ich die Menge nehmen, A geschnitten mit B, also dieses lila Ding hier, und schneiden mit C. Das ist diese Menge hier. Also diese lila Menge, A geschnitten B, muss ich jetzt schneiden mit der großen Menge C hier. Und der Schnittbereich ist nur dieses kleine Schnubbelchen da in der Mitte. Und das Ganze kann ich jetzt auch mal für die rechte Seite machen. A, B, C. Erstmal schneide ich jetzt B und C. Okay, das ist dieser Bereich hier. B und C geschnitten. Und jetzt nehme ich den und schneide ihn mit A. Und das ist wieder dieser mittlere Bereich. Und jetzt sehen Sie an den beiden Venn-Diagrammen, beide sind gleich. So. Jetzt kann man wieder drüber streiten, ob das ein Beweis ist oder nicht. Man kann jetzt argumentieren, bitte? Als präformalen Beweis? Sehr gut, ja, ein präformaler Beweis. Man kann darin die Allgemeinheit erkennen. Kann man argumentieren, dass es ja allgemein ist und so. Zumindest, wenn man jetzt ganz kritisch ist, kann man sagen, das ist eine gute Begründung. Präformaler Beweis. Es gibt natürlich auch einen formalen Beweis. Und weil da immer gewisse Unsicherheiten entstehen, in Klausuren verlange ich von Ihnen entweder eine Begründung oder einen formalen Beweis. Dann können Sie das ganz gut unterscheiden. Formaler Beweis ist ganz klar formal, das ist das, was jetzt kommt. Begründung kann alles sein, was mich überzeugt. Auch nicht formal. Die präformalen Beweise sind für die Einsicht meist besser als die formalen Beweise. Also wenn man was verstehen will,
sind präformalerweise oft diejenigen, die mehr Einsichtspotenzial haben. Die Formalen ist meistens so ein formales Abgenudele von Regeln und dann stimmt's. Okay, jetzt führe ich mal den formalen Beweis und jetzt kommt genau das, weswegen ich meinte, das ist der absolute Hammer. Passen Sie auf. Ich führe jetzt den formalen Beweis hierfür, für die Gleichheit. Ich will zeigen, a geschnitten b geschnitten c ist gleich a geschnitten b geschnitten c. Um das zu zeigen, muss ich erstmal wissen, was bedeutet gleich. Habe ich mir gerade definiert, wann sind zwei Mengen gleich? Nämlich genau dann. Für alle x gilt x Element a genau dann, wenn x Element b. Also, zu zeigen ist im Prinzip, für alle x gilt, x ist Element der linken Menge genau dann, wenn x Element der rechten Menge ist. Das ist die Gleichheit, so ein bisschen definiert. Zwei Mengen sind gleich, wenn gilt, für alle x, wenn x in der einen Menge, oder x ist genau in der einen Menge, dann wenn es auch in der anderen Menge ist. Das steht da. Ich habe einfach nur das hier genommen und a und b ersetzt durch die linke und die rechte Seite hier. Das muss ich für alle x zeigen. Und für alle x zeigen ist eine Strategie, ich nehme mal ein festes, aber beliebiges. Sei x fest, aber beliebig. Fest, aber beliebig. Manche Leute, da hat mich neulich jemand darauf aufmerksam gemacht, streiten sich, ob das überhaupt ein guter Begriff ist, fest, aber beliebig. Beutelsbacher sagt, wenn Sie sich auf Prüfung vorbereiten, sollen Sie Prüfungsliteratur angeben, da wäre es auch Schwachsinn zu sagen, geben Sie drei feste, aber beliebige Bücher an. Ja? Also was das Fest dabei noch soll, ist sozusagen die Frage. Geben Sie drei beliebige Bücher an, wird ja auch genügen. Trotzdem finde ich es ganz gut festzusagen, damit man weiß, also man wählt sich mal ein beliebiges X, aber das bleibt jetzt den ganzen Beweis über fest. Ja gut, man kann sich streiten. Sei X beliebig. So, und jetzt muss ich zeigen, x ist in der Menge, dieser Menge genau dann, wenn x in einer anderen Menge ist. Und das mache ich so ähnlich wie mit der Gleichheit bei den Induktionsbeweisen, die wir hatten. Ich schreibe mir die linke Seite hin und mache dann so lange Äquivalenzumformungen, bis ich bei der rechten Seite rauskomme. Linke Seite hinschreiben, umformen, 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 rechte Seite rauskommen, Äquivalenz bewiesen. So, das machen wir jetzt mal. Ich schreibe mir die linke Seite hin. X ist Element A geschnitten B geschnitten C. Was bedeutet das? Ich muss jetzt hier irgendwas verwenden, was ich weiß. Was weiß ich denn? Sieht es jemand von Ihnen? A geschnitten B geschnitten C, was ist denn das? Ja? X-Element aus A geschnitten B und X-Element aus C. Richtig, Schnitt zweier Mengen haben wir oben definiert. X ist Element A geschnitten B, genau dann wenn, da steht ein genau dann wenn, also kann ich doch hier ein genau dann wenn hinschreiben. Genau dann wenn X-Element A und X-Element B. Also X-Element der einen Menge und X-Element der anderen Menge. Also genau dann wenn X-Element A geschnitten B und X-Element C. Ich habe nichts anderes gemacht, als die Definition des Schnitts hier oben anzuwenden. A geschnitten B ist ja eine der beiden Mengen, die jetzt hier betrachtet werden, und C die andere. Und ich wandle sozusagen die Schnittmenge um in so ein Und. So. Wie könnte es weitergehen?